das ist ein Schloss. Nachgebaut aus Super Mario Bros. 3. Aber was mich interessieren würde, und dafür muss ich mal rewinden. Mehr rewinden. Okay, oder wir fangen einfach von vorne an. Ich will doch nur mein scheiß Power-Up mal behalten. Eine Sekunde. Okay, gut. Nur, weil ich mal hier hochfliegen will. Wow, ich wünschte, ich hätte es gar nicht erst probiert. Für so eine Kacke. Warten wir mal hier, bis das Ding sich entscheidet, hier runterzukommen. Wow. Okay, das war gerade echt dumm von mir. Kann man nichts anderes zu sagen. Nee, es ist aber nicht nachgebaut aus Mario Bros. 3, das Schloss. Muss man schon sagen. Nur ähnlich. Yeah. Cool, ein paar Sekunden lang läuft mal alles. Okay, ja, wirklich nur ein paar Sekunden. Oh, oh, ne. Das habe ich schon gesehen. Der Sprung nimmt kein gutes Ende. Okay, jetzt habe ich die Kacke hier. Mit Spin Jump läuft das schon viel besser. Weil es erinnert mich irgendwie doch trotzdem an ein Level. Es hat, so, glaube ich, so viele Parallelen und Ähnlichkeiten. Naja. Vorsicht vor dem da. So, und der blaue läuft nur auf einen zu, wenn man ihn anschaut. Das ist genau wie bei den Geistern. Was ist mit dem? Ach, der lebt jetzt erst. Ich finde das krass, dass wenn die von links nach rechts knallen, dass dann überhaupt kein Soundeffekt dabei rauskommt. Sondern nur, wenn die auf dem Boden knallen. Na gut, der bewacht das gerade ein bisschen. Lass mal das mal. Da oben ist noch eine Yoshi-Münze. Wie man auch immer da hochkommen würde. Jetzt sag nicht, das ist der gleiche Raum nochmal. Doch, tatsächlich. Oder? Warum hänge ich jetzt hier in einer Endloskette fest? Warum hänge ich in einer Endloskette? Ach, hier muss man rein wahrscheinlich. Okay, gut. Komm. Jetzt hänge ich aber in keiner Kette mehr, oder? Oder doch? Ne, dann machen wir folgendes. Töten kann ich das hier nicht, oder? Versuchen wir einfach mal hoch zu fliegen. Ich wusste, er trifft mich. Und ich wusste, er wird mich treffen und ich konnte es trotzdem nicht verhindern. Ja, aber ich muss doch irgendwo Anlauf nehmen können. Hier. Ah, okay. Ihr seid jetzt der Boss. Okay, gut. Boah, merkt ihr die Action, die abgeht? Gut. Das war geschafft. Und weiter. Kaboom. Okay, ich bin mal gespannt. Okay, ein Wald voller Bomben. Erinnert mich auch an Super Mario World. Glaubt ihr nicht? Auch da gab es einen. Das war das vorletzte Level, nämlich. Also in der Special World, das vorletzte Level. Das war einfach ein Level, was voll... Das ist so ein Waldlevel, genau so von der Optik, genau wie hier. Was auch vollgepumpt war mit Bob-Oms. Und Kugel-Willis, aber von denen habe ich jetzt noch keine gesehen. So... Und ich muss halt im Hinterkopf behalten, hier gibt es irgendwo ein Secret-Exit. Selbst diese Aktion mit dem, du musst mit dem Trampolin hier eine Röhre hoch, selbst das hat es gegeben. Sogar in mehreren Levels. Vom Mario World. Okay, jetzt muss ich hier getimed landen. Gut. Ja, okay, das hauen wir direkt mal zurück auf ihn. Oder auch nicht. Ich
hoffe, das war jetzt echt nicht nur für diese popelige Münze, aber ich glaube schon, dass das war. Doch, ich bin mir sogar fast sicher, das war nur dafür. Okay, was für eine Zeitverschwendung. Hm. Moment, die Gegner spawnen hier teilweise weg. Okay, was hat das hier für eine Funktion? Ach, jetzt kommt der durch den Boden durch, oder was? Was für eine Sauerei ist das denn? Okay, also hier ist ein Peace Witch. Das kann ich mir ja schon mal merken. Ich glaube, ich weiß auch ungefähr... Ich muss bestimmt hier rein. Brauche noch zusätzlich einen Silbern. Einen Silbern Switch. Vermute ich mal. Aber ich finde keinen Silbern Switch. Hm. Okay, dann suchen wir mal weiter. Das führt uns ja auch nur zurück. Wir müssen sogar weitersuchen, sonst würden wir in diesem Spiel gar nicht mehr vorwärts kommen. Suche nach dem silbernen P-Switch. Vermute ich mal, dass das jetzt sein wird. Theoretisch könnte er in allen diesen Dingern drin stecken. Ah, okay. Ich habe den gar nicht mal gesehen. Konnte man den überhaupt sehen? Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal hier nicht in die Röhre rein. Wobei auch da drin der silberne Switch stecken könnte, aber das glaube ich weniger. Aber könnte sein. Das müssen wir immer in Betracht ziehen. Zack. Ja, da war der Stern nur drin. Erstmal töte ich mal die ganzen Viecher hier. Dann habe ich ja mal hier Ruhe. Und kann ja mal suchen. Ach, hier ist er. Guck mal, der war gar nicht mal so krass versteckt. Na gut, dann machen wir ein Double Grab. Einmal bitte. Zack. Und hier kann ich ihn freilassen. Oder aktivieren auf jeden Fall. Ich warte nur... Boah, du Scheiße, dass dieses Feuer hier mal weg ist. Damit wir in eine dieser Röhren rein können. Wow. Okay. Ich finde es immer interessant, wie das, wenn man irgendwo reingeht, erstmal nicht dunkel ist. Und dann auf einmal sich dann doch entscheidet, dunkel zu sein. Okay, wir haben es. Nice. Noch ein Secret Exit. Okay, das halbe Spiel besteht nur aus Secret Exits. Das ist furchtbar. Was ist denn hier? Das ist eine Röhre. Sieht interessant aus. Geh weg. Ah. Geh weg. So. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwas in der Luft ist. Scheiße. In der Luft irgendwie steckt. Aha. Aber das ist ja bestimmt noch nichts. Naja, nur für eine popelige Münze. Aber wir schauen mal, was noch rumkommt. Und auch das Level erinnert mich an eins aus Super Mario World, was voll mit Lakitus war. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal warum, aber dieser Heck... Irgendwie erinnert mich alles immer an etwas, was es schon im Mario World gegeben hat. Oder, wenn nicht das, dann Mario Bros. 3, eins von beiden. Kann ich die töten eigentlich? Kann ich anscheinend nicht. Hierfür müsste ich groß sein. Oder ich bin der krasseste Typ, weil ich einmal den hier mache. Dann den hier mache und dann den hier mache. Ja, und dann seht ihr, was man davon hat. Gut. Was gibt's sonst noch so? Yeah, ein Leben. Cool. Trotzdem nicht vergessen, mal die Röhren auszutesten. Wow. Erstmal dachte ich, ich werde getroffen, dann nicht und dann sterbe ich irgendwie doch. Am Ende
nimmst ein schlechtes Ende. Ja, gut, das war jetzt das normale Ziel. Müssen wir nochmal gucken. Gucken wir nochmal. So, erstmal kriege ich hier ein Cape. Da versuchen wir mal nicht, das Cape zu verlieren. Und fliegen hier einfach. Und gucken mal, was oben so los ist. Ey, du Ficknuss, geh weg. Und dann geht's weiter. Die wilde Reise durch die Lüfte. Ja, hier waren wir ja. Bitte nicht. Jetzt habe ich hier nichts mehr zum Fliegen. Doch, hier kann ich fliegen. Was ist das denn jetzt zum Beispiel? Doch, da kann man hoch. Ah. Könnte das als Zirkodexit zählen? Ich meine, ich kann ja rein theoretisch schon hier runter. Ist aber kein Zirkodexit. Das zählt nur als normales Ziel. Guck mal, ich kann auch hier den hier machen. Zählt als normales Ziel leider nur. Scheiße. Toll. Dann haben wir zwar einen Zirkodexit gefunden, wenn man so will, aber... Das hat mir genau gar nichts gebracht. Geh weg. Naja, ist mir zu langsam mit dem Ding unterwegs zu sein. Was könnte man denn noch hier in Betracht ziehen? Um einen versteckten Ausgang hier zu finden. Oh nö. Nein, bitte nicht. Cape ist ja Grundvoraussetzung, um hier mal irgendwas zu finden. Aber fliegen kann ich jetzt hier auch wieder nicht, ne? Doch hier. Ich wollte jetzt nicht das Ding mit aufheben, weil jetzt kann ich hier nicht lange fliegen. Egal. Nehmen wir hier nochmal Anlauf. Ich will das nicht. Geht doch mal weg. Ich will einfach nur fliegen. Ohne irgendwas in der Hand zu halten. Achso, hier ist schon das Ziel. Ich kann ja auch den hier machen. Nein, kann ich nicht. Tja, die Suche geht weiter. Ich meine, gehen wir nochmal in diese eine Röhre rein. Und zwar in die, wo irgendwas da kam. Ich weiß nur nicht mehr, welche das war. Das war viel weiter, glaube ich, noch als hier, oder? Da, wo ich halt klein war und nichts machen konnte. Vielleicht kann ich ja mit Cape da irgendwas doch reißen. Aber nicht so. Der trifft mich. Ich hab's angekündigt. Hier war das. Hier war die Stelle. Aber was bringt das denn hier überhaupt? Ich hab das hier noch gar nicht so richtig verstanden. Ja. Okay. Jetzt habe ich noch viel weniger verstanden, weil ich einfach nur... in den Tod rein glitsche und nichts dagegen machen kann. Ja, ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden von diesem Raum, was das überhaupt soll. So, da oben lang bringt ja auch nichts, zumal die Kamera ja gar nicht mal mitscrollt, dass ich das eben hätte auch gar nicht sehen können, ohne hier rumzufliegen. Also mal wieder super Arbeit. Ah, hier kann ich auch rein. Ah, okay, wir kommen weiter vermutlich. Mach mal auf. Okay, nicht schlecht.
dadurch, dass ich hier fliegen kann. Ach, okay, kann ich mir überhaupt nichts ermogeln. Ich kann nur den hier machen. Doch, hier komme ich jetzt hin. Dann haben wir hier einen normalen Switch. Einen silbernen Switch haben wir auch noch. Aber ich brauche ja nur den normalen. Also mir ist bewusst, dass das hier... Nee, nee, ich brauche nicht nur den normalen, sonst stecke ich da oben fest. Ich muss schon den hier drücken. Ach, dann kommt er auch runter. Logisch, dann brauche ich ja gar nicht mal hoch. Okay, ich weiß, dass das irgendeine Art Puzzle und Rätsel war und ich das einfach nur ganz falsch gemacht habe, indem ich einfach rübergeflogen bin und geschummelt habe. Aber ich meine, wenn ich es kann, warum sollte ich es dann nicht auch nutzen? Ghostly Grab.